In diesem Video werde ich mit euch gemeinsam typische Grundaufgaben der Binomialverteilung besprechen. Dazu schauen wir uns die Aufgabe Trefferwahrscheinlichkeit mit der Aufgabennummer 1-708 an, die ihr unter Aufgabenpool.at finden könnt. Bei dieser Aufgabe geht es um eine Basketballspielerin. Diese wirft einen Ball 6-mal. Fällt der Ball in den Korb, spricht man von einem Treffer und die Trefferwahrscheinlichkeit der Spielerin beträgt bei jedem Wurf 0,85, unabhängig von den anderen Würfen. Und nun lautet die Aufgabe, den vier Ereignissen den jeweils passenden Term zuzuordnen. Bei so einer Aufgabe würde ich euch raten, zunächst einmal die rechte Seite mit den Vorschlägen gar nicht zu beachten, sondern die entsprechenden Ereignisse mit Hilfe der Formelsammlung auszurechnen und dann zu vergleichen, wo ihr einen passenden Term findet. Denn häufig ist es so, dass bei den Vorschlägen, die gegeben werden, nicht unbedingt das herauskommt, was man erhält, wenn man in die Formel einsetzt, sondern manchmal das, wenn man die Formel schon etwas weiter vereinfacht. Aber wir werden das gemeinsam besprechen. In der Formelsammlung findet ihr die Wahrscheinlichkeitsfunktion der Binomialverteilung, die ihr für diese Aufgabe benötigt. Ich habe es hier noch einmal herausgeschrieben, damit wir es übersichtlicher haben. Beginnen wir mit der ersten Aussage. Die Spielerin trifft genau einmal. Die Zufallsvariable, in dem Fall die Anzahl der Treffer, hat in diesem Fall den Wert 1. Man würde schreiben, die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable, es wird ein Treffer erzielt, den Wert 1 annimmt, ist gleich. So, nun müssen wir zunächst den richtigen Binomialkoeffizienten anschreiben. N ist die Anzahl der Versuche. Die Basketballspielerin wirft insgesamt 6 Mal, das bedeutet N ist 6. Dabei hat sie in dem Fall genau einen Treffer, das bedeutet K ist 1. Der Binomialkoeffizient lautet also 6 über 1. Danach benötigen wir die Wahrscheinlichkeit, dass die Spielerin einen Ball in den Korb trifft. Diese beträgt 0,85. Und zwar hoch 1, weil ein Treffer erzielt werden soll. Das Gegenereignis, die Spielerin trifft nicht. 1 minus p wäre dann 0,15 hoch n minus k, also hoch 6 minus 1. So wie wir das in die Formel eingesetzt haben, können wir das hier nirgends finden. Also können wir davon ausgehen, dass etwas weitergerechnet wurde. Zu diesem Zweck berechnen wir zunächst einmal den Binomialkoeffizienten. 6 über 1, das ergibt einen Wert von 6. Statt 0,85 hoch 1 können wir auch einfach 0,85 anschreiben. Und 0,15 hoch 6 minus 1 wäre 0,15 hoch 5. Und nun sehen wir, dass das dem Ausdruck E entspricht. Aus diesem Grund ist es günstiger, wenn ihr zunächst einmal nicht den passenden Ausdruck sucht, sondern völlig unbeeinflusst versucht, das Beispiel selbstständig zu lösen. Schauen wir uns die zweite Aussage an. Die Spielerin trifft höchstens einmal. Zunächst einmal sollte man sich bewusst machen, was das für ein Ereignis ist. Höchstens ein Treffer bedeutet, die Spielerin trifft entweder gar nicht, das heißt, die Zufallsvariable Anzahl der Treffer hätte den Wert 0, oder die Spielerin trifft einmal. Diese beiden Wahrscheinlichkeiten müssen wir addieren. Beginnen wir mit der Wahrscheinlichkeit, dass kein Treffer erzielt wird und setzen wir wiederum in die Formel aus der Formelsammlung ein. Das heißt, wir bekommen den Wert 6 über 0, 0,85 hoch 0, 0,15 hoch 6 minus 0, das wäre jetzt p von x gleich 0, plus und p von x gleich 1 haben wir ja bereits ausgerechnet, das war 6 über 1, 0,85 hoch 1 und 0,15 hoch 6 minus 1 und das ist hoch 5. Nun vergleichen wir jetzt mit dem Angebot, sehen wir, ein Term in dieser Form ist nicht dabei.
Also können wir davon ausgehen, es wurde wiederum weiter vereinfacht. Ja, berechnet man den Koeffizienten, Binomialkoeffizienten 6 über 0, erhält man einen Wert von 1. 0,85 hoch 0 ist ebenfalls 1. Und 0,15 hoch 6 minus 0 ist 0,15 hoch 6. Oder noch ein bisschen weiter ausgerechnet wäre das 0,15 hoch 6 plus 6 über 1, 0,85 mal 0,15 hoch 5. Und nun schauen wir nach, ob wir das bei den Ausdrücken finden können. Betrachtet ihr den Ausdruck B, dann seht ihr, dass das der passende Ausdruck ist. Wieder gilt, möglicherweise hättet ihr nicht sofort erkennen können, dass das der Wahrscheinlichkeit, dass kein Treffer erzielt wird, entspricht. Daher ist es günstiger, in die Formel zunächst einmal einzusetzen. So, die nächste Variante oder die nächste Aussage ist, die Spielerin trifft mindestens einmal. Auch dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten der Berechnung. Mindestens ein Treffer bedeutet, wenn ich es jetzt zunächst einmal durchaus umständlich anschreibe, die Spielerin trifft einmal oder sie trifft zweimal oder dreimal oder viermal oder fünfmal oder sechsmal. Alle diese Wahrscheinlichkeiten zu addieren wäre sehr umständlich. Geht es um die Formulierung, dass ein Ereignis mindestens einmal eintritt, so ist es günstiger, das Gegenereignis zu betrachten. Das Gegenereignis wäre, die Spielerin trifft gar nicht. Und die Gegenereignisregel lautet, das Ereignis ist 1 minus die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses ist 1 minus der Wahrscheinlichkeit für das Gegenereignis. Und diese werden wir wählen. 1 minus, und wir haben bereits vorher das Gegenereignis ausgerechnet, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass gar kein Treffer erzielt wird, p von x gleich 0, war 0,15 hoch 6. Also haben wir hier 1 minus 0,15 hoch 6. Und nun vergleichen wir mit den angegebenen Termen und sehen, dass das genau dem Ausdruck C entspricht. Nun fehlt uns nur noch das letzte Ereignis. Die Spielerin trifft genau zweimal. Nun, wenn wir das rasch durchschauen, dann können wir vermuten, nachdem hier ein Zweier vorkommt, dass es der Ausdruck F ist. Aber wir schauen uns das trotzdem noch einmal anhand dieser Formel genau an. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable den Wert 2 annimmt, ist bei 6 Versuchen 6 über 2, dann die entsprechende Wahrscheinlichkeit für einen Treffer 0,85 hoch 2 und das Gegenereignis, dass kein Treffer erzielt wird, 0,15 hoch 6 minus 2. Und das ist dann 0,15 hoch 4. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann sehen wir tatsächlich, so wie schon vermutet, das entspricht dem Term F. Jetzt vielleicht noch ganz kurz, wie berechnet man einen Binomialkoeffizienten mit dem Taschenrechner? Das macht auch manchmal Schwierigkeiten. Also wenn man 6 über 2 eingibt, dann wählt man 6, dann die Taste NCR2 und Enter. Und dann bekommt man das entsprechende Ergebnis für den Binomialkoeffizienten.